So, Freunde, endlich ist er gekommen, der Tag des Ausflugs nach Gelsenkirchen. Ja, heute Abend Hannover gegen den FC Schalke 04. Ich bin extrem gespannt, ich habe mich seit Wochen auf dieses Spiel gefreut. Wir düsen da ja heute Nachmittag mit dem Auto hin. Ich habe da vorher jetzt noch Sportmanagement gleich, habe noch Schule allgemein. Ach Mensch, die Laterne im Hintergrund ist echt wunderschön. Was soll man sagen? Das wird heute Abend hoffentlich ein geiles Spiel. Ich tippe 2-2 momentan. Ich bin relativ optimistisch, dass das wird. Werden diese Spiele in die letzten Wochen. Aber mal schauen, wir werden sehen. Ich fahre jetzt, wie gesagt, erstmal zur Schule. Darf dann eine schöne Stunde Französisch reden. Und dann schauen wir mal weiter. Bis später. So, Freunde, wir sind angekommen auf Schalke. Ich habe von der Autofahrt leider nichts gefilmt, weil Ron die Kamera schlauerweise in den Kofferraum getan hat, aber das ist auch vollkommen egal. Wir sind jetzt angekommen, hatten ordentlich Verspätung, weil wir Stau hatten natürlich auf der Autobahn und das Ganze hier ein bisschen kritisch war, aber soll ja auch egal sein, dass die Arena ist da, man sieht sie vielleicht durchschimmern, beziehungsweise ich zeige es euch gleich nochmal. Ich bin extrem gespannt, ich bin extrem hyped und wir haben jetzt noch eine Dreiviertelstunde bis zum Anpfiff, haben glücklicherweise einen Parkplatz gefunden. Und ja, ich liebe ja lange Autofahrten und ich hoffe, dass diese sich hier lohnt. Hier, guck, da ist das Stadion. Schon hübsch. Und darauf ein dreifaches Heya BVB. Wir sehen uns gleich, wenn ich das hier oben reinnehmen darf. Das mal ganz abgesehen. Bis später. Schön. So, Freunde, Spiel vorbei. 1-3 Niederlage auf Schalke. Jetzt haben wir noch einen Dreistelligen Nachhauseweg vor uns. Da habe ich natürlich richtig Bock drauf. Maxi, wann sind wir endlich da? Halt die Fresse. Es war schwach in jeglicher Ausführung, also wirklich unterirdisch. Ich werde auch später noch mal kurz drüber philosophieren. Also, was heute schwach war, der Platz, das war ja wirklich grauenhaft. Die Schuhe von den Spielern müssen auch schlecht gewesen sein. Die Verteidigung von Hannover, Gedesch, also naja, Marcelo mit einem unfassbar schlechten Tag, das kann passieren, aber wird bestimmt irgendwann wieder besser. Schulz, ich weiß nicht, warum der immer noch spielt. Fehlpassquote, glaube ich, mindestens 50%. Offensiv ging ja absolut gar nichts. Und naja, also es war wieder so typisch Hannover. Nach der Anfangsphase, nachdem Sobek verletzt rausgeht, ja, habt ihr ja gesehen, dass er da am Boden lag und dann auch rausgegangen ist für Benchop. Der hat auch keine Bälle bekommen, was soll er machen? Aber das war wirklich unter aller Kanone. Vielleicht sagt das Spiel noch was zu, wir düsen jetzt mal nach Hause. Ich freue mich drauf, bis später. Juhu! Freie Fahrt! Ole, 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 ole! Nicht mehr bremsen, nur noch Gas geben! Kurve. Ich weiß schon, dass ich jetzt gerade alles aufnehme, ne? Du weißt, es ist alles ohne Ton, den wir machen. Ich habe meine Standards. So, Freunde, das haben wir wieder. Mittlerweile auch wieder angekommen zu Hause nach ewig langer Zeit. Es ist der nächste Tag, es ist 1:30. Und gestern, ja, ich mir gefilmt, habe ich keinen Bock mehr drauf gehabt. Wir sind erst um 2:30 überhaupt angekommen zu Hause und dann war logischerweise auch nicht mehr viel mit Reden und bla, sondern ordentlich fertig. Das ist nämlich echt anstrengend, vor allem, ja, wenn alle im Auto schlafen und du als Einziger fährst, das ist nicht so schön, aber gut, habe ich mir selbst eingemorgt, so gesehen. Im Endeffekt kannst du sagen,
Das Hinfahren war gut, das Zurückfahren war in Ordnung. Die Arena ist wunderschön auf Schalke. Die Felddienst-Arena sieht richtig geil aus, ist richtig hübsch, das Teil. Das Spiel hat sich überhaupt nicht gelohnt. Hannover ist wieder ein altes Muster zurückverfallen. Ich denke mal, das kann man so genauso sagen. Defensiv war das eine Katastrophenleistung, was Albanos und Sorg da außen gemacht haben. Geht nicht. Was Schulz aber auch gemacht hat, also Schulz war wirklich, was das Spielerische angeht, unter aller Kanone. Diese ganzen Fehlpässe allein in der Defensive, einfach nur zur Außenlinie. Einfach nicht mal in Albonos, nicht mal in den rechten Fuß, der ist ja Linksfuß, nicht mal in den rechten Fuß gespielt, sondern so weit entfernt von seinen Füßen. Auf der anderen Seite genauso Marcelo mit seinem unglücklichen Elfmetergerät da und ja, dass er den Ball dann so dumm verlängert. Ist halt Pech, Sechser, ja, Gülselam hat ja die Sechser gespielt wirklich, das war ja Sané und Schmiedebach. War in Ordnung, aber auch nicht berauschend. Karaman war in Ordnung, das war in der Offensive der auffälligste, der beste. Andreasen fand ich unsagbar schlecht. Der war gestern wirklich, das ging gar nicht. Gülselam hat gekämpft, Gülselam hat sein Bestes gegeben, das war in Ordnung vom Kämpferischen her, aber dem ist halt auch nicht viel gelungen, was aber auch klar ist. Und Benchop, den muss man einfach wirklich in Schutz nehmen. Benchop hat einfach nicht einmal aufs Tor geschossen, glaube ich, aber er hat auch keinen einzigen Ball bekommen. Alle Bälle, die zu Benchop gespielt wurden, waren entweder extrem ungenau, in extrem beschissenen Situationen oder sind gar nicht erst angekommen. Also da, es war echt wieder so, kreativ ist Hannover einfach wirklich die absolute Flaschenmannschaft momentan. Das ist grauenhaft, das ist wieder genau das alte Muster. Das war gegen Dings und Dings, gegen Ingolstadt Gladbach so gut und jetzt wieder so schlecht. Man muss sagen, Verletzungspech, klar, Sobek fällt aus. Bech, es hat wohl sich wohl irgendwas, die Rippennerven gereizt oder sowas. Sehr, sehr bitter, dass Bech ausgefallen ist. Ich glaube, mit dem wäre das Ganze ein bisschen besser gewesen, weil in der Offensive halt einfach die Spritzigkeit gefehlt. Sam Maximin hat endlich sein Tor gemacht, das war auch wirklich schön, ich freue mich wirklich extrem für den, habe ich ja gestern, glaube ich, auch schon gesagt, dass der endlich sein Tor geschossen hat und jetzt hoffentlich mehr Einsatzzeit bekommt. Der hat nach seiner Einwechslung echt ganz gut gespielt. Hat am Anfang ein paar Ballverluste gehabt, aber die hatte jeder gestern. Was ich aber wirklich auch grausam fand, muss ich dazu nochmal sagen, ey, der Rasen in dieser Arena, ne, was war denn da los? Ey, das war ja nicht mehr normal. Das ist ja nicht nur bei Hannover so gewesen, sondern alle sind ja andauernd ausgerutscht. Das war ja, der Platz war auch so hockelig und so, bah, das kenne ich gar nicht von Schalke. Normalerweise ist da in meinen Augen der Platz eigentlich immer recht gut. Also dieses Mal war der echt richtig beschissen. Aber das kann auch keine Ausrede sein, weil vom Spielerischen her hat Schalke auch den Sieg klar verdient. Klar, das Elfmetertor, gut, war ein klarer Elfmeter. Das zweite Tor ist glücklich in der Hinsicht, dass Marcelo den so verlängert. Dann der Pfostenschuss von Karaman, aber gut, eine Minute später macht Maximin sowieso das Tor. Und das dritte Tor, das war dann auch mehr Glück als alles andere. Das war natürlich wieder unfassbar schlecht verteidigt auf der linken Seite, aber die Hereingabe, dass die dann noch genau auf den Kopf von Di Santo fällt, dass Zieler dann nicht mehr richtig aufstehen kann, beziehungsweise hinspringen kann. Aber gut, im Endeffekt in der Höhe auch, denke ich mal, ist es verdient. Aber 96 hat wieder getroffen, das ist, ich glaube jetzt, wie viele Spiele hintereinander? Auf jeden Fall mit Dortmund gleich auf, glaube ich. Sonst hat kein Team so oft hintereinander ein Tor geschossen. Was echt schon ganz geil ist, man hat immer zumindest einmal was zu jubeln. Aber, naja, was bringt das großartig, ne? Nicht wirklich viel. Gut, das war's von diesem Vlog. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr lasst einen Daumen nach oben, da ihr seht noch ziemlich das Haus aus. Ich habe noch nichts gemacht, ich werde jetzt gleich den Samstags-Vlog starten. Und wir sehen uns dann, würde ich sagen, beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Haut rein und ciao.